Vielen Dank, Dankeschön. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe bei mir festgestellt, das ist jetzt soweit. Bei mir ist es jetzt soweit. Ich gucke jetzt RTL exklusiv mit Frauke Ludewig. Hans-Joachim Kuhlenkampf hat vor vielen Jahren mal gesagt, die Leute sind gar nicht so dumm, wie wir so durchs Fernsehen noch machen werden. Und er hatte recht. Was gibt's heute für tolle Sachen? Homeshopping. Dank Homeshopping kannst du dich finanziell ruinieren, ohne vom Sofa aufzustehen. QVC, Quasselköppe verkaufen Kappes. Und wenn du dich finanziell dann komplett ruiniert hast, da kommt der Peter Zwegert. Der steht dann immer bei den Assis im Wohnzimmer. Da hat er immer so einen Flipchart. Da steht dann drauf 2000 Euro Einnahmen, 8000 Euro Ausgaben. Finden Sie den Fehler? Und dann steht dieser Peter Zwegert, dieser Mann mit seinem desaströsen Rauchergebiss und diesen Schlabberhundaugen, steht dann immer in den Wohnzimmern und dann sagt er immer: Mann, 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 Mann. Oder der steht immer bei den Assis und sagt: Mann, 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 Mann. Peter Zwegert ist meines Erachtens der einzige Mensch auf der Welt, der die Dummheit von Menschen in Zahlen auf dem Flipchart schreiben kann. Ja, klar. Du musst doch selber nichts mehr können. Du musst da nichts mehr. Da kommt doch immer so eine Onkel und Tante vom Fernsehen und die regeln das schon. Die graben dir den Garten um, die stellen dir die Bude in Korkschrott mit von Ikea zu in Farben, die nur Tine Wittler geil gefunden haben kann. Die verkuppeln die inzestiöse Landbevölkerung. Ich bitte Sie, die drehen immer mehr in Gegenden, wo Mensch und Tier näher zusammenleben, als es von der Natur ursprünglich vorgesehen war. Und für die, die es dann immer noch nicht kapiert haben, den helfen denen dann mit dem Umzug an den Arsch der Welt. Das heißt dann Goodbye Deutschland. Da kapieren dann plötzlich Rosi und Rainer aus Stuttgart, dass sie in Kathmandu mit Schwäbisch nicht wirklich von der Stelle kommen. Dann holen die wieder zurück, das heißt dann die Rückkehrer. Da werden ganze Familien über diesen Planeten gejagt, um zwischen 8 und 10 bei Vox die Sendeminuten zu füllen. Und die machen das auch nicht, um den Menschen zu helfen. Die machen das, damit ich zu Hause sitze und sage: Ah, guck mal, die sind ja noch asozialer als wie wir. Und als Abwechslung zu den Prolls kommt dann um 18.30 Uhr bei RTL exklusiv. Da zeigt die Frauke Ludewig dann wieder den ganzen Hartz-IV-Empfängern, wie schön und luxuriös ihr Leben sein könnte, wenn sie sich halt ein bisschen mehr anstrengen würden. Bisschen mehr anstrengen. So wie die Geissens. Seit 20 Jahren macht die Frauke Ludewig diesen Job. Seit 20 Jahren besteht der Arbeitsalltag von Frauke Ludewig aus den Fäkalresten dieser Gesellschaft. Das ist ihre Aufgabe, diesen unnützen Dreck verbreiten. Und warum? Warum? Damit ich gierig bleibe. Gierig soll ich sein. Ich will das auch haben. Alles ist möglich. Einmal im Jahr kann einer Superstar werden. Nur die Harten kommen in den Garten. Survival of the fittest. Dann werde ich angestachelt bis zur Besinnungslosigkeit und schlafe dann völlig erschöpft auf dem Sofa vor der Kiste ein. Das Ganze, damit ich im Idealfall den Blödsinn kaufe, der zwischendurch noch beworben wird. Weil wenn ich schon nicht Superstar werde, na, da gönne ich mir wenigstens ein Raffaello. Raffaello. Ohne Schokolade. Was Rundes, Süßes ohne Schokolade, das ist ein Bonbon. Auch sehr beliebt angstmotivierte Werbung. Immer schön Calgon in die Waschmaschine. Sonst kommt der böse Lochfraß. Seit Jahrzehnten schütten Hausfrauen Monat für Hunderttausende von Euro weißes Pulver in Waschmaschinen, damit so ein kleiner Plastikschlauch nicht reißt. Schon mal überlegt, alle 3 Jahre für 5 Euro einen neuen Schlauch zu kaufen?
Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe von Actimel auch keinen besseren Stuhlgang. Auf Wiedersehen.